Herzlich willkommen zum Sternenstaub Adventskalender aus Dilbricht zur 17. Etappe gemeinsam mit den reichen Menschen aus dem Morgenland, die sich nach Jerusalem aufgemacht haben. Sie waren Sterndeuter, so etwas wie Wissenschaftler. Ihre Wissenschaft, also ihre Hauptbeschäftigung, war ja die Astronomie, die Beobachtung der Himmelskörper in ihrer Heimat. In Babylon, im heutigen Irak, war sie damals hochentwickelt. Und sie waren also Menschen, die die Welt, in der sie lebten, ganz genau und zwar spezifisch beobachtet haben. Also gab es etwas, das anders war als sonst, etwas, das ihr Aufmerksamkeit erregt hat? Ja, das haben wir schon gehört, ein Zeichen. Offensichtlich war es ein so starkes und eindrückliches Zeichen, dass sie sich auf den langen Weg aus dem Morgenland nach Israel gemacht haben. Dieses Zeichen offenbarte ihnen, dass ein König der Juden geboren werden wird, der ganz besonders ist, der mehr ist als die üblichen Herrschenden und Herrschaften und Könige und Kaiser und Diktatoren, die sich in die Reihe der Geschichte so einfügen. Einer, der die Geschichte für ihr Land bestimmen wird. Ein König der Juden, der nicht nur die Geschichte ihres Landes bestimmen wird, sondern der als Heiland der ganzen Welt kommt. Die Wissenschaftler aus dem Morgenland erkennen dann mit ihrem ganzen Wissen, das sie haben, und mit ihrer Weisheit, dass ihr menschliches Wissen nicht genug ist. In ihrer Seele, da wohnt diese Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Leben, ein Leben, das von Gott kommt. Es muss also doch mehr geben als dieses Machtgehabe in der Welt von Herrschern und Königen, die um die Vorherrschaft in ihrer jeweiligen Weltgegend kämpfen. Es muss doch noch mehr geben als dieses Hier und Jetzt, den Alltag mit seinen Herausforderungen, die Machtkämpfe. Der Stern sagt ihnen, dass Gott der Welt etwas Großes schenken will. Freude, Vergebung, Freiheit, Erlösung, Heilung. Ihre Sehnsucht war so groß, dass sie sich von dem Zeichen haben überzeugen lassen. Sie machen sich auf den Weg, damit die Verhältnisse nicht so bleiben, weil es diesen besonderen König geben wird, weil dieser besondere König kommt. Und zwar ein König, der damit sogar noch über allen Königen steht, obwohl er in einem Stall geboren wird. Das ist alles ein ziemlicher Aufbruch ins Ungewisse, denn eigentlich machen sie sich auf den Weg nur, um ein neu geborenes Kind zu finden. Ein winziges Wesen in einer unruhigen Weltgegend, damals wie heute. Sie suchen nach etwas Neuem. Der Weg, der vor ihnen liegt, ist unbekannt, aber sie folgen dem Stern. Wer Neues wagen und finden will, muss also nach vorne schauen und manchmal auch den Schritt ins Ungewisse machen, einen Schritt im Glauben. Wer Neues und auch finden will und wagen will, darf, wie die drei Weisen, Gott durchaus nach Zeichen fragen. Nein, stimmt nicht, sie haben ja gar nicht nach Zeichen gefragt, sie haben ein Zeichen bekommen. Aber wenn die ein Zeichen bekommen haben, vielleicht schenkt Gott uns auch eins in unserem Leben. Ein Zeichen, das auf Gottes guten Willen für das Leben hinweist. Uns allen ist dieses Zeichen gegeben worden. In dem neugeborenen Christus, dem König. Er will der Leitstern für unser Leben sein. Er ist Licht, Kraft und Orientierung in unübersichtlichen Zeiten und auf neuen, unbekannten Wegen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete, lichterfüllte Adventszeit.